Ja, herzlich willkommen zum zweiten EEB-Talk. Heute mit Christian Scholz zum Thema Barcamp und Barcamp-Tools. Ja, Barcamp, das ist irgendwie so ein ganz spannendes Format, was einem in den letzten Jahren immer häufiger auch unterkommt. Also sehr viele Tagungen und Veranstaltungen, die stellen jetzt um von klassischen Vorträgen, Seminaren, eben zu einem Barcamp-Format. Ich selber kenne das auch schon seit ein paar Jahren. Ich muss aber gestehen, anfangs fiel es mir da wirklich schwer, ich sag mal, mich dafür auch zu begeistern, weil der Einstieg einfach für mich etwas auch komplex war und es eben auch kaum oder eher damals schlechtere Möglichkeiten gab, das Barcamp auch, ich sag mal, gemeinsam vorzubereiten. Aber mittlerweile, ja, die Zeit geht weiter, die Dinge entwickeln sich, gibt es ja nicht nur die Barcamps inhaltlich, sondern es gibt auch Online-Tools, mit denen Barcamps organisiert und vorbereitet werden. Und heute haben wir den Christian Scholz hier. Hallo Christian erstmal. Ja, hallo. Ah, 10 Uhr. Es ist 10 Uhr. Ja, wunderbar. Ja, der Christian ist, ja, wie sagt man so schön, Webentwickler oder du bist Inhaber einer Agentur, die eben Internetanwendungen auch programmiert und auch entwickelt. Und von dir stammt auch das Barcamp Tools EU. Dazu gleich erstmal mehr. Aber fangen wir erstmal so mit der grundlegenden Frage an, Christian. Was ist eigentlich ein Barcamp und was ist die Besonderheit gegenüber, ich sag mal, einem klassischen Vortrag oder einem Fachtag? Ja, also ich sag mal, Konferenzen kennt man ja vielleicht und also ich denke mal, der Hauptunterschied ist, dass man jetzt nicht diese Trennung hat zwischen Vortragenden und Zuhörern. Das hat man ja bei Konferenzen oder Vorträgen generell ja immer gerne. Das heißt, die einen sind sozusagen klug, die anderen sind dumm, so mal ein bisschen zugespitzt formuliert. Und bei einem Barcamp ist es halt so, dass man im Prinzip nur eine Gruppe hat, die halt Teilnehmenden. Und was auch bei einer Konferenz oder Tagung, was auch immer der Fall ist, ist, dass man so ein Programm hat. Da gibt es also ein Komitee, was lange Zeit vorher dann dieses Programm ausarbeitet und dann hofft, dass irgendwie es dann bei den Teilnehmenden dann ankommt. Beim Barcamp hat man das nicht. Da hat man nur ein leeres Zeitraster mit Räumen und Zeitslots. Und jeden Morgen an unserem Barcamp wird im Prinzip von den Teilnehmenden definiert, was denn da passieren soll. Das heißt, jeder kann hingehen, kann eine Session vorschlagen und kann im Prinzip sich dann einen Timeslot aussuchen und die dann halten. Und worauf man auch achtet bei Barcamps ist, dass man halt nicht nur so einen Vortrag im besten Falle hat, sondern dass man auch wirklich eine Diskussion hat, weil wie gesagt, diese Trennung ist halt so ein bisschen willkürlicher irgendwie, sondern oftmals haben ja auch viele Leute im Publikum auch Ahnung oder man will was Neues entwickeln und da ist natürlich eine Diskussion vielleicht besser als jetzt nur so ein reiner Vortrag. Was ich halt gerne mache, ist, dass ich mehr so einen Impulsvortrag mache, dass alle so ein bisschen am gleichen Stand sind oder halt wissen, worüber man jetzt diskutiert und dann der Rest wird halt dann eben diskutiert und dokumentiert auch. Das gehört halt auch beim Barcamp dazu, dass man da auch viel dokumentiert, sodass man halt das dann nicht so verpufft, sondern man das eben nochmal nachlesen kann. Also das ist so die Grundidee beim Barcamp. Wichtig ist vielleicht auch noch, dass es, sag mal, zugänglich sein soll. Also es sollte, wenn möglich, nichts kosten oder wenig kosten, sodass eben auch jeder, der kommen will, dann auch kommen kann. Wie auch immer man das regelt. Es gibt natürlich jetzt so ein paar Ausreißer, wo das anders ist, aber generell ist das schon so, dass Barcamps recht zugänglich sind und jeder kommen kann. Also ankommen tut das eigentlich ganz gut. Also ich hatte jetzt nicht so die ersten Probleme damit, als ich da das erste Mal da war. Das ist also auch schon 10 Jahre her oder länger, weiß ich mehr. Aber oftmals hört man so in der Abschlussrunde dann auch so, oh, das ist ja was ganz Neues und ich habe jetzt so viel gelernt und so geflasht und so weiter. Also das ist schon, was man jetzt von neuen Teilnehmern oftmals hört, weil es eben auch darum geht, was das Publikum jetzt will, was die Leute, die da sind, gerade wollen. Und immer, wenn man sagt, irgendwie ist es jetzt langweilig oder doof oder was auch immer, dann kann man immer sagen, hättest du ja selbst eine Session vorschlagen können, ja, um genau das zu machen, was du dann willst. Ja, also das geht Okay. immer. Also grundsätzlich erst doch mal, Wolf-Dieter Werner, wenn ihr Fragen habt, ihr fragt einfach, wenn es mit dem Mikrofon nicht so klappt, wir haben hier auch einen Chat nebendran, könnt ihr die Fragen auch gerne stellen. Für mich war damals einfach so das Problem, also bei dem Barcamp, so das Rahmenprogramm oder das Rahmenthema ist ja auch schon vorgegeben. Ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie jetzt 100 Leute kommen mit ganz unterschiedlichen Themen. Der eine über. Solche und solche. Also es gibt auch Barcamps, wo es ein bisschen offener ist. Aber oftmals gibt es natürlich ein Thema, was natürlich ein bisschen hilft fürs So die ich Lernen. kennengelernt habe. Und da fand ich das immer so ein bisschen schwierig, dass ich gerade bei größeren Barcamps nicht wusste, wer kommt dahin. Und ich sag mal, und auch so diese Hemmschwelle auch selber vielleicht auch was anzubieten. Also mache ich mich von einem klassischen Tagungsbesucher jetzt einfach mal zu einem Experten? Bin ich
so gesagt fit genug, um überhaupt etwas anzubieten. Ja. Wie schätzt du diese Hürde ein? Die ist natürlich da. Ich glaube, es hilft, wenn Barcamp zweitägig ist, weil dann sind die Leute am ersten Tag, merken die, oh, ist gar nicht so schwierig. Und man merkt dann oft, dass am zweiten Tag plötzlich die Leute, die vorher nichts gemacht haben, plötzlich dann so in erster Reihe stehen und was vorschlagen wollen. Man kann halt auch hingehen und zum Beispiel einfach eine Frage stellen. Das hängt natürlich an der Moderation, dass sie das vorher dann auch so klar macht, ne? Dass es geht und dass man einfach sagt, ich interessiere mich für Thema XYZ, wer hat denn Ahnung hier davon, machen wir eine Session und tauschen uns aus. Na, also sowas gibt es halt auch. Das hängt natürlich wieder von der Einführung ab, dass es dann so ein bisschen dann schon klar ist. Aber ich denke, wenn man einmal da war, dann ist schon klar, dass es jetzt nicht so schwer ist, da jetzt so eine Session zu machen. Natürlich gibt es mal schüchtern, aber nicht so schüchtern, aber... Ja, also ich habe es halt einfach erlebt, also ich sage mal, gerade so bei Fachtagen ist es ja oft so, dass wirklich auch viele Fachleute als Besucher ja auch da sind und das war so der Mehrwert, den ich vom Barcamp einfach mitnehme, dass ich eben nicht von dem abhängig bin, was der vorne sagt, erzählt, sondern ich jederzeit auch sagen kann, okay, ich hätte jetzt das Bedürfnis, um das Thema darüber zu reden, wer hat da Lust zu, wir suchen uns einen Raum und ich kann mit weiteren Experten als Besucher im Prinzip thematisch auch mit einsteigen. Aber also, genau, man formalisiert sozusagen sag mal, diese Zwischengespräche, die ja sonst bei Konferenzen passiert, dass eher so eine Session wird, dass eben das dann besser wird. Genau. Aber wie werden denn bei einem Barcamp die Themen und die Ideen, die die Leute mitbringen, strukturiert, gesammelt? Gibt es da eine spezielle Methode oder gibt es da einen Stuhlkreis, jeder sagt, ich will das und das machen und man trifft sich dann irgendwo? Oder läuft man da nicht Gefahr, sich zu verplaudern und ich sag mal, den Tag irgendwie in netten Seitengesprächen zu verlieren? Sehe ich jetzt da nicht so. Also es kann natürlich passieren, je nachdem, wie jetzt das Setup da ist. Aber generell, also wie das abläuft, ist ja morgens, dass man im Prinzip eine Schlange bildet und dann jeder kann halt eben seine Session vorschlagen. Und wie gesagt, wenn das Thema halt so ein bisschen vorgegeben ist, dann fasert das natürlich auch nicht so aus. Das hängt ja immer an den Teilnehmenden selbst. Ne? Man fragt ja auch rum, wie viele Leute Interesse an der Session haben. Und dann merkt man ja, ob die jetzt weniger oder mehr ist. Und generell, wenn die Leute jetzt zu irgendeinem, was weiß ich, Medienpädagogik-Camp kommen oder sowas, dann haben die ja sicherlich Interesse an diesen Themen. Das heißt, das ist jetzt die Gefahr, denke ich, nicht so groß, dass es plötzlich um, keine Ahnung was, Raumfahrt geht oder sowas. Auch nicht uninteressant, aber... Also generell funktioniert das eigentlich schon so. Ja, und es gibt ja auch einen recht straffen zeitlichen Rahmen, dass auch vorher festgelegt wird, so eine Session, da hat man 45 Minuten für 60 Minuten Zeit und danach trifft man sich wieder und geht dann in den nächsten Raum. Ja. Also es hängt natürlich immer vom Sessiongeber ab, wie gut das dann in der Session läuft im Prinzip. Aber ich meine, das bei einem Vortrag ist es ja nicht anders. Es gibt gute und schlechte Vorträge. Also da muss man dann Glück haben. Ich habe eine Frage. Ja. Ich kenne viele Barcamps zu IT- oder Social-Media-Themen. Das läuft dann in der Regel auch ganz gut. Hat jemand Erfahrungen mit Barcamps zu anderen Themen, Erwachsenenbildung zum Beispiel? Also ich hatte eins mal zum Jugendmedienschutz-Staatsvertrag gemacht, was ja schon sehr speziell ist, sagen wir mal. Jetzt auch nicht mehr so laufen, glaube ich. Das war aber eigentlich auch vom Inhalt her sehr gut. Also man hat auch versucht, weiterzudenken, neue Ideen zu entwickeln, was man statt dem STV machen könnte und so. Also das hat, es war auch recht voll. Also damals war das Thema auch Hype. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so der Fall. Aber das waren schon recht konstruktive Sachen dabei, die man halt sicherlich auch hätte weiter diskutieren können. Ja. Aber das geht schon. Also wenn sich Leute zusammenfinden, die Interesse an einem Thema haben, dann haben die auch immer Themen, die sie noch diskutieren wollen. Also es muss jetzt nicht nur IT sein. Ja, also ich bin jedes Jahr mit beim, unter anderem beim Medienpädagogik Praxis Barcamp. Da sind um die 80, 90 Medienpädagogen, die zu allen möglichen Themen, ich sag mal, sich in den Sessions treffen. Und in diesem Jahr war unheimlich viel zum Thema E-Learning, Blended Learning und Erwachsenenbildung. Also da haben 2, 3, 4 Sessions auch stattgefunden, auch so über E-Learning-Formate, Blended Learning-Formate. Und also das entwickelt sich immer weiter. Und dann, ich suche das gerade mal für dich raus. Ich habe hier bei Facebook über den David Rödler, der ist sehr engagiert in Österreich.
Der bietet jetzt Anfang Dezember ein Barcamp zur Erwachsenenbildung an mit einer Online-Beteiligungsmöglichkeit. Das heißt, mit auch so einer Videokonferenz über Zoom hat man dann die Möglichkeit, auch aus Saarbrücken dann, ich sag mal, an diesem Barcamp teilzunehmen. Ich suche den Link mal raus und schreibe den gleich in den Chat rein. Würde dann an den Christian zurückgeben. Und zwar sind wir jetzt so bei dem Punkt, also Barcamp, wir haben die Vorteile, dass wir einfach eine unheimliche Themenvielfalt haben, dass jeder sich einbringen kann, dass es im Prinzip an einem selbst liegt, ob einem langweilig wird oder nicht. Was für Möglichkeiten habe ich denn, um mich auf so ein Barcamp im Vorfeld vorzubereiten? Da hast du ja ein Tool entwickelt. Genau, also das ist eben aus dem JMS-TV-Camp entstanden. Und da habe ich das sozusagen begonnen, weil es ein bisschen größer wurde und dachte, das kann man ja irgendwie ein bisschen besser organisieren. Davor war es halt meist ein Etherpad, wo man sich eingetragen hat und das ging dann, geht auch damit. Also, ne, also wenn man klein anfangen will, kann man auch einfach ein Etherpad machen, den Leuten sagen, tragt ein, wenn ihr kommen wollt. Wenn ihr irgendeine Session halten wollt, könnt ihr schon mal einen Vorschlag machen. Also das wird auch gern gemacht, dass man vorher schon mal sagt, ich könnte über dies und jenes sprechen. Das heißt nicht, dass es passiert. Aber dann kann man aus einem Pad oder einem Tool dann schon mal diskutieren, ob das eine gute Idee ist oder was man vielleicht noch machen kann. Oder es finden sich Leute, die das vielleicht mit einem selbst dann zusammen machen wollen. Ne? Und genau, aus diesem Barcamp ist sozusagen das Barcamp-Tools entstanden. Das wurde damals dann auch gefördert vom IAB und jetzt dem DBJR. Also Deutscher Bundesjugendring und ihr habt, was heißt das nochmal, internationale Jugendfachstelle für... Sie haben es gefragt. Ist jetzt schlecht, glaube ich. Diese Abkürzungen sind immer sehr schwierig für mich. Ja. Genau, aber... also hallo Jürgen. genau, aber das, wie gesagt, wurde gefördert und ist inzwischen halt seit, was ich, 5 Jahren oder sowas am Start. Und genau, hat sich in der Zeit auch relativ viel weiterentwickelt. Also ich kann das ja auch gerne mal zeigen. Genau, zeige es auch mal. Genau, wie geht das hier noch? Ich muss hier das ist falsch. Bildschirm freigeben. Jetzt muss ich noch finden. Genau, das hier. Nehmen wir mal. So, dann gehen wir mal hier hin, erstmal auf die Startseite. So, also hier sehen wir im Prinzip die Startseite des Camps. Ich muss das gerade mal diese. So, und ja, wie man sieht, sind hier auch ein paar online. So, genau, Jugendbeteiligung jetzt ist im Moment der Sponsor hier. So, und wie gesagt, hier sind also ein paar drauf. Wir können hier mal auf eins gehen, was gerade läuft sogar. 30.11. ist also heute. Das GovCamp Vienna. Und hier sehen wir zum Beispiel automatisch, was gerade hier läuft. Das ist der Sessionplan von heute. Oder halt der Teil, der jetzt um 10 Uhr läuft. Wenn man jetzt hier drauf geht, wie gesagt, ich mache jetzt mal so einen Kurzüberblick hier, ne, wie das aussieht. Sehen wir zum Beispiel hier den Sessionplan, der jetzt für dieses GovCamp vorhanden ist. Und der wurde halt eben um 9 Uhr, sagen wir, erstellt. Also hier wird Begrüßung und Sessionplanung war um 9 Uhr. Und man kann jetzt eben hier drauf gehen auf so eine Session. Und was wir auch gemacht haben, ist, dass wir hier direkt so ein Dokumentations-Etherpad eingebunden haben. Das heißt, jede Session hat automatisch, wenn sie im Sessionplan steht, ein Etherpad, wo man halt das zusammen dokumentieren kann. Also wer Etherpad nicht kennt, das ist im Prinzip ein Tool, wo man zusammen in dieser Textbox schreiben kann und jeder, der schreibt, hat so eine Farbe und so kann man halt gemeinsam ein Dokument, in diesem Fall halt die Dokumentation bearbeiten. Und die bleibt dann auch erhalten nach dem Barcamp, das heißt, man hat alles im Prinzip dann vorrätig. Wenn es hier nochmal auf die Veranstaltungen geht, also hier sehe man im Prinzip die einzelnen Teilveranstaltungen eines Barcamps. Also es ist ja oftmals auch über mehrere Tage. Ne, dann hätte man hier eben Tag 1 und Tag 2 stehen. Und genau, wir können jetzt nochmal gucken, wie man das hier macht. Es gibt hier noch die Session-Vorschläge, da hatten wir eben schon drüber gesprochen. Hier sind auch jetzt ein paar drin. Das heißt, hier haben eben Leute schon Sessions vorgeschlagen. Die kann man jetzt hier auch bewerten, wenn man will. Also sagen, ich habe Interesse dran. Bewerten ist vielleicht das falsche Wort. Also sag mal, ich hätte jetzt Interesse dran, diese zu hören, sodass man irgendwie sag mal,
der Anbieter hier dann weiß, ich bereite das vor oder bereite da jetzt nichts für vor. Also das Barcamp heißt übrigens nicht, dass man nichts vorbereiten sollte, sondern man sollte schon irgendwie, wie gesagt, ich mache gerne so einen Impulsvortrag, aber natürlich auch, wenn man so irgendwas diskutieren will, ist natürlich hilfreich, wenn man jetzt sich ein bisschen vorbereitet hat. Trotzdem kann natürlich sein, dass man jetzt zum Beispiel aus einem Gespräch raus an einem Samstag sagt, okay, das ist eine gute Session-ID, da könnte ich mich jetzt, könnten wir vielleicht morgen nochmal eine Session zu machen und man findet sich zu dritt zusammen und so, macht dann eben eine Session am nächsten Tag draus. Das geht halt deswegen auch, das ist halt recht flexibel, das Format. So, dann können wir nochmal, ich guck mal gerade, wie ist das jetzt, wo können wir jetzt, 18er war ich, glaube ich. Also zusammenfassend, Christian, hat man einfach die Möglichkeit, ich sag mal im Vorfeld zu sehen, erstmal A, wer kommt alles auch mit zu dem Barcamp? Man kann Vorschläge machen über Themen, die ich einbringen möchte, was ja nicht zwangsläufig heißt, dass diese Themen auch drankommen, sondern ich gebe die erstmal zur Diskussion frei. Genau. Kann gucken, kommen die ungefähr an. Ich kann die Vorschläge der anderen Leute sehen, kann diese bewerten, kann diskutieren und habe im Prinzip und durch diese Bewertung komme ich dann schon vorbereitet ins Barcamp, hatte schon mal so ein bisschen Kontakt mit den Leuten und habe mich schon mal so ein bisschen mit deren Vorschlägen auseinandergesetzt. Genau, also im besten Fall natürlich. Ja. Wir reden aber, ja, über die Möglichkeit. Ja, ja. Ich meine, oftmals, ich meine, wenn man natürlich mehrfach hingeht, kennt man die Leute und weiß, worum es ein bisschen geht. Okay. Ne? Aber natürlich heißt es, wie gesagt, die Session nicht unbedingt, dass sie dann stattfindet, sondern man muss sie dann auch noch einen entsprechenden Tag dann vorstellen. Ja. Wie viele Leute braucht man für eine Session? Zwei. Okay. Ich habe auch schon eine mit zwei gemacht. Also das ist auch nicht schlecht unbedingt. Also wir haben dann irgendwelche Protokolle uns ausgedacht und so. Also es war dann eher eine Zusammenarbeit, aber wie gesagt, ab zwei aufwärts. Okay, aber ich sehe dann ja auch, wie du gerade gezeigt hast, in diesem Plan, ich sag mal, durch die Dokumentation in den Etherpads, wenn das auch jeder macht, was in den anderen Sessions passiert. Genau, also ich habe hier nochmal einen etwas reichhaltigen Plan vom offene Kommunen Barcamp in Wuppertal. Auch im November war das. War es noch am 17. Genau, also hier hätten wir zum Beispiel, was jetzt hier für drin steht, muss man jetzt mal gucken. So, also hier ist auf jeden Fall schon ein bisschen was dokumentiert worden. Mhm. Ja, und da muss man natürlich am Anfang auch als Organisator darauf achten, dass man es nochmal erwähnt, ne, dass Leute das auch machen, dass sie vielleicht am Anfang einer Session irgendwie, sagen wir, einen Protokollanten oder Protokollantin irgendwie ausgucken. Und vielleicht jemand, der noch irgendwie Zeit misst, weil man ja auch irgendwie vielleicht 5 Minuten oder 10 Minuten vor Ende der Session nochmal Bescheid kriegen sollte, dass jetzt irgendwie bald vorbei ist. Manche Barcamps machen so, dass dann Leute rumgehen und dann irgendwie überall mal klopfen und so und das dann sagen, aber man kann natürlich auch sagen, dass irgendwer das in der Session dann selbst machen soll, wenn jetzt die Leute nicht da sind. Genau, also das ist, wie gesagt, der Sessionplan hier von diesem OKNRW Barcamp. Und also was hier auch geht, man kann hier noch so hier die als Favoriten markieren und dann kann man die nachher noch ausblenden, dass man nur die Favoriten sehen kann. Okay. Genau. Ich gehe jetzt mal in die Bearbeitungsansicht hier. Da sieht man vielleicht auch noch mal ein bisschen, wie es hinten aussieht. Ich zeige auch gleich nochmal, sieht man das übrigens noch? Ich weiß nicht, was man jetzt sieht, weil ein neuer Tab aufgegangen ist. Aber ich hoffe, man sieht das hier. Seht ihr das Backend? Ja, Barcamp-Status 100% fertig. Okay, wunderbar. Das ist ein sehr guter Status auch. genau, also wie das hier aussieht, im Prinzip, das hier ist das Backend. Hier sehen wir die ganzen Sachen, die man machen kann. Also man kann hier die Basisdaten eines Barcamps bearbeiten. Man kann hier so ein bisschen Layout, also Layout-Farben und so ein bisschen ändern. Sponsoren kann man verwalten, da kann man im Bild, Link und Namen natürlich hochladen. Dann die Veranstaltung ist, wo wir vorhin im Prinzip schon waren, oder hier unten sind sie auch nochmal zu finden. Und so weiter. Also es gibt hier verschiedenste Sachen, eigene Felder ist vielleicht noch interessant. Hier kann man verschiedene zusätzliche Sachen abfragen, wenn sich Leute für das Barcamp registrieren. Also die komplette Registrierung kann man auch über das Barcamp-Tool machen. Das heißt, wenn man jetzt hier bei den Veranstaltungen nochmal guckt, dann haben wir jetzt hier diese zwei Veranstaltungen. In diesem Fall, dieses Barcamp hat jetzt die Registrierung extern gemacht, also nicht über das Tool. Aber sagen wir mal, wenn man das jetzt machen würde, könnte man hier bei Samstag mal draufgehen, kann dann hier eben noch beschreiben,
was passiert. Also man könnte ja auch als Veranstaltung zum Beispiel noch Warm-up-Party oder zusammen essen gehen abends oder sowas hier machen, dass man sich da auch noch für eintragen kann, sodass man so einen Überblick hat, wie viele Leute dann kommen. Man kann jetzt hier sagen, wie viel denn hier die Maximalanzahl der Leute ist, die dann kommen können für diesen Tag oder diese Veranstaltung. Und was man dann natürlich auch noch machen kann, ist hier, wenn man hier das Zeitraster sich anschaut, dann hat man hier den Editor, um den Sessionplan zu bearbeiten. Das heißt, hier kann ich hingehen und kann Räume hinzufügen, ich kann Zeiten hinzufügen, kann dann, wenn etwas passiert hier, also wenn zum Beispiel hier noch eine Session gewesen wäre, kann ich die hier direkt eintragen hier und hier beschreiben. Wenn die im Übrigen schon in der Session-Vorschlag vorhanden ist, dann kann ich die hier einfach übernehmen. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Anfang eintippen würde, dann würde der Rest hier erscheinen, wenn ich dann Tab drücke und kann dann im Prinzip den hier schon den Moderator und so weiter alles übernehmen. Das heißt, das ist dann auch manchmal hilfreich, wenn man Leuten sagt, tragt eure Sachen auch in Session-Vorschläge ein, wenn ihr die auch halten wollt, weil dann ist das Ganze in der Bearbeitung nachher deutlich einfacher. Ne? Und dann kann man auch die Beschreibung übernehmen, sonst würde man hier nicht so viel hinschreiben. Aber wie gesagt, hier kann man, während die Sessionplanung läuft, macht man das normalerweise, kann man das direkt hier mit reinschreiben. Manche machen das nur in diesem Tool. Aber oftmals ist es so, dass es eher noch an der Wand passiert und das dann hier in das Tool übertragen wird. Kann ja auch Sachen verschieben, wenn man hier so sieht. Das heißt, es sollte relativ flexibel sein, was man hier machen kann. Löschen kann ich es natürlich auch. Genau, also das ist, sagen wir mal so, fast das Kernstück hier, weil man damit natürlich diese ganze Dokumentation und so weiter öffnet. Außerdem, wie wir eben gesehen haben, wird dann auch immer der aktuelle Slot angezeigt auf der Startseite des Barcamps, sodass man irgendwie auch direkt sehen kann, wo will ich denn jetzt hin. So, ich zeige jetzt nochmal die Registrierung vielleicht kurz, damit man hier von außen nochmal gesehen hat. Ich gehe nochmal auf dieses GovCamp hier. So, und hier ist jetzt zum Beispiel Registrieren. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sehen wir hier diesen Fragebogen, den die Barcamp-Organisatoren selbst angelegt haben. Das heißt, das sind auch Daten, die dann an die Barcamp-Organisatoren selbst gehen. Das heißt, die können die runterladen für alle Teilnehmer. Da kann man auch abfragen, was man jetzt isst und solche Sachen, ne? T-Shirt-Größe, keine Ahnung was. Wichtig ist noch E-Mail, also die E-Mail, die wir hier im System haben, womit ich mich einlogge, die wird jetzt nicht an die Barcamp-Admins geschickt, sondern die müssen die halt nochmal selbst abfragen. Halt, damit man auch sicher geht, dass es auch die E-Mail ist, die ich denen jetzt geben will. So, und dann, wenn man jetzt hier die Veranstaltung hätte, könnte ich halt hier eben noch ankreuzen, welche ich jetzt, an welchen ich jetzt teilnehmen will. Also das ist eine Art der Registrierung. Wir haben inzwischen noch eine zweite Art der Registrierung. Das sind die Tickets. Die hätte man hier. Die sollte man zum Beispiel nutzen, wenn man ein kostenpflichtiges Barcamp hat. Das ist auch relativ wichtig, weil sobald man das hat, auch wenn man sagt, es ist ein Unkostenbeitrag oder ähnliches, ist trotzdem ein kostenpflichtiges Barcamp. Und dann hat man aber sowas wie einen Online-Shop ja hier. Ja, und auch wenn man sagt, ihr überweist das jetzt, das ist dann, ja, man denkt das vielleicht jetzt nicht so als Online-Shop, aber es ist ja trotzdem eine kostenpflichtige Teilnahme. Und dann kann man eben dieses Häkchen hier noch anmachen und muss dann eben noch Widerspruchsbelehrung, AGB und so weiter angeben. Also all die Sachen, die man ja für so einen Shop braucht. Es wird dann auch, der Button wird dann direkt jetzt kostenpflichtig bestellen und so Sachen. Und hier kann ich dann im Prinzip unten, ob jetzt kostenpflichtig oder nicht, kann ich Tickets anlegen. Und das ist zum Beispiel wichtig, wenn man, sagen wir mal, Pakete mal vergeben will. Ich glaube, wir hatten das auch beim Medienpädagogik-Praxiscamp ja, dass es so einen Samstag, Sonntag und Übernachtung gab. Und sagen wir mal, wenn ich jetzt das ganze Paket buchen will, würde man hier so ein Ticket machen und sagen, dass es mit Übernachtung, sodass klar ist, das habe ich sozusagen gebucht. Und man kann dann auch noch sagen, ich habe jetzt nur 20 Tickets für Übernachtung und dann hätte ich aber 20 ohne Übernachtung und so weiter. Das kann man halt mit dem anderen System nicht so gut abbilden. Oder man könnte auch hier sagen, ich habe Early-Bird-Tickets, die jetzt eben hier nur von dann bis dann im Prinzip verfügbar sind und vielleicht was günstiger sind. Oder ich habe irgendwas mit Studentenrabatt und so weiter. Also das kann man alles über dieses Ticketsystem hier dann abbilden. Ich gehe jetzt hier mal nicht so ganz sehr ins Detail, ne? Das kann man sich ja dann anschauen, wenn man das auch machen will. Wie gesagt, der Rest wären noch Sachen wie, hier kann man noch Newsletter an die Teilnehmer versenden mit irgendwie letzten Infos oder solchen Sachen. Es gibt noch so ein einfaches Blog hier drauf. Man kann noch eigene Seiten anlegen. Das heißt, hier in diesen Reitern hier oben kann man im Prinzip noch weitere Seiten hinzufügen, wenn man irgendwas erklären will oder ähnliches.
Ich kann alle E-Mail-Vorlagen im Prinzip für so ein Barcamp anpassen, von den Mails, die dann eben geschickt werden, wenn ich irgendwie mich registriere oder von der Warteliste nachrücke. Die gibt es halt auch eine Warteliste. Wenn es voll ist, werde ich halt darauf geschoben und sobald einer absagt, rücke ich halt nach. Hier kann ich eben die Teilnehmer runterladen, also die ganzen Daten, die die angegeben haben. Oder ich kann Barcamp duplizieren, wenn ich zum Beispiel nächstes Jahr nochmal mache. Dann muss ich das nicht alles nochmal eintragen. Also das sind so im Prinzip die grundlegenden Sachen, die man hier machen kann. Ich mache die Ticketmodus hier noch mit aus, sonst wundern sich die Leute nachher. Genau, also das, ich würde es mal dabei belassen hier, vielleicht. Vielleicht hier kurz noch die Startseite. Wir haben halt versucht, im Prinzip alles aufzulisten, was man noch machen muss oder könnte. Muss man natürlich nichts, aber was man machen könnte. Also das ist jetzt hundertprozentig fertig. Aber hier ist zum Beispiel, wenn man kein Logo hochgeladen hat oder ähnliche Sachen, das wird dann alles da aufgelistet werden, was man vielleicht vergessen hat. Na, man kann auch sagen, dass man es nicht braucht, dann wird es hier ausgeblendet und kann dann eben schauen, dass man hier, also in so Hinweise, was man eben noch machen könnte, weil es schon relativ viel inzwischen geworden ist. Ja, das würde ich jetzt mal als kleine Einführung vielleicht. Klasse. Also Sponsoren, okay, das sind die Leute, die das Barcamp mit unterstützen, kann ich damit einfügen. Genau, da es ja nach Möglichkeit kostenfrei sein soll, braucht man ja normalerweise Sponsoren. Okay. Und die kann man hier natürlich dann, die werden dann im Sidebar angezeigt und so. Genau. Ja, super, recht herzlichen Dank. Also wie gesagt, wir haben jetzt die Möglichkeit mit dem Barcamp im Vorfeld eigene Ideen einzubringen, diese zu diskutieren. Wir haben ein zeitliches Raster und den großen Vorteil, dass wir im Nachhinein bei einer erfolgten Dokumentation wirklich nochmal auf die Inhalte aller zurückgreifen können. Also mir persönlich ist es jetzt auch nochmal so ergangen, ich habe jetzt nochmal einen Referenten für eine Veranstaltung gesucht und dachte, ja, hier beim Medienpädagogik Praxis Barcamp, da war doch so eine Frau aus Norddeutschland, die hat da was gemacht. Und dann konnte ich einfach über diese Etherpad-Dokumentation dann nochmal an die Kontaktdaten und an diese Person nochmal mit rankommen. Also das war unheimlich hilfreich. Klasse. Also wir entwickeln es auch gerade noch weiter. Also es wird jetzt demnächst noch eine neue Version geben, so ein bisschen DSGVO-Sachen haben wir jetzt schon drin, aber so ein paar Sachen, dass man seinen Nutzer löschen kann, also selbst löschen kann, natürlich kann man mir das jetzt immer sagen, aber dass man es selbst machen kann oder sich aus der entscheiden kann, jetzt auf dieser Teilnehmerliste erscheinen will oder nicht. Solche Sachen kommen dann eben auch. Okay, klasse. Wolf-Dieter, hast du noch Fragen? Also auf den ersten Blick sieht das super aus. Ich bin beeindruckt. Das ist gut. Klasse, prima. Genau, ich wollte auch noch sagen, es ist die Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland. Läuft da irgendein WordPress im Hintergrund oder was ist das? Nee, das ist in Python programmiert und ist im Prinzip ein eigenständiger Server, der da läuft. Also jetzt kein WordPress oder sowas. Super. Also was vielleicht nochmal okay andenkenswert wäre, vielleicht eine Integration mit WordPress, ja, weil ja viele Leute schon eine Website haben. Aber das ist jetzt auch nicht so ganz trivial, das alles dann sozusagen da rein, dass es auch in einem WordPress läuft, zu machen. Ne? Also da müsste man nochmal überlegen, wie man das am besten macht. Also auch wegen Registrierung und so, das sind ja schon größere Abläufe da. Ja. Okay, prima. Also ich danke dir erstmal, Christian, für diesen tollen Überblick und ja, und auch für das Gespräch, auch für die Präsentation. Und ich glaube, in dem Sinne, wenn jetzt so keine Fragen mehr da sind, beende ich jetzt einfach die Aufzeichnung und wünsche allen, die sich das jetzt im Nachhinein noch angucken, ja, hoffentlich habt ihr jetzt, ich sag mal, das, die Informationen auch bekommen, die ihr jetzt auch wolltet. Und ansonsten, glaube ich, gibt es auch einen Hilfebereich, eine FAQ-Liste oder sowas? Es gibt, ich habe das schon lange nicht mehr reingeguckt, also es gibt auf jeden Fall noch auch beim IAB so ein Barcamp-Guide. Den ja. Kann ich vielleicht den Link schicken? Genau, dann würde ich den Guide einfach dann auch nochmal in dem Artikel auf eebvirtuell.de mit verlinken, wo dann nachher die Aufzeichnung entsteht. Ach so, und genau, wie mache ich das? Genau, da ist so ein Button, wie mache ich das? Ja, okay. Ich zeige dir nochmal kurz. Moment, ich zeige dir nochmal kurz. Ja. Ich gucke ja selbst in dieses Tool auch dran.
So, also wenn man hier draufklickt, okay, auf wie mache ich das? Ja. Ja. Dann kommt man eben zu dieser Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland. Okay. Und wie gesagt, da gibt es diesen Leitfaden, der ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, Juni 2014, aber so viel ändert sich beim Barcamp jetzt auch nicht. Also es geht jetzt generell um Barcamps, jetzt nicht um das Tool. Ja. Ne, aber wenn natürlich irgendwelche Fragen zum Tool noch da sind, kann man hier unter Ideenfeedback auch mich kontaktieren sozusagen. Oder wenn irgendwas nicht tut und so Sachen. Und dann versuchen wir das auch zu lösen. Klasse. Gut, Christian, dann wie gesagt nochmal herzlichen Dank. Und in diesem Sinne beende ich dann die Aufzeichnung und verabschiede mich dann bei allen, die sich das dann nochmal angucken, und wünsche noch einen schönen Tag. Ja, danke. Tschüss. Danke. Tschüss.